Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man Bretter am besten immer wieder auf die gleiche Länge sägen kann. Also da mit der Führungsschiene kann man ja genau sägen, aber man muss ihn natürlich auch immer genau anlegen. Und wenn man immer wieder Bretter mit gleichem Maß schneiden will, dann kann man sich mit so einer Maßanschlagschiene behelfen. Da kann man praktisch den Wert einfach einstellen, legt man an, dreht man fest und dann kann man beliebig viele Bretter schneiden und man hat dann wirklich exakt die gleiche Länge. Man spart also viel Zeit und die Bretter sind dann auch wirklich haargenau gleich lang. Das ist zum Beispiel bei Regalbrettern ja wichtig. Ihr kennt es ja, es gibt viele Projekte, da macht ein halber Millimeter oder ein Millimeter schon viel aus. Da sieht es einfach beschissen aus, wenn ein Millimeter Platz nachher ist, weil das eine Brett ein Millimeter länger ist, das andere ein Millimeter kürzer. Und da ist so eine Maßanschlagschiene schon sehr hilfreich. Ich will euch also hier zeigen, wie man sowas bauen kann. Das geht sehr einfach. Also kann jeder nachbauen, ist überhaupt keine große Sache. Ich beschreibe es euch hier nochmal in dem Video, aber ihr findet auch da eine Zeichnung und die genauen Maße, die könnt ihr wieder wie immer bei mir im Blog nachlesen. Da ist dann auch die Bauteilliste, die Materialliste, Bezugsquellenliste und alles wieder zu finden. Zunächst bauen wir mal den Anschlagschieber. Da habe ich hier eine Buchleiste mit 20 x 10 mm Querschnitt zu Hilfe genommen. Da habe ich mir jetzt eine Nut angezeichnet, die eben entsprechend der eigentlichen Maßanschlagschiene groß ist. Die eigentliche Schiene besteht ebenfalls aus einer 20 x 10 mm Leiste. Da nehme ich aber dann eine Aluleiste, werdet ihr noch sehen. Man kann aber auch da eine Buchleiste nehmen. Das zeige ich euch dann nochmal im zweiten Teil. Da zeige ich euch nochmal eine andere Variante. Aber hier werde ich jetzt erstmal eine Alu-Variante nehmen. Und die Nut, die füge ich jetzt mit der Kreissäge hinzu. Also ich schneide praktisch in der Tiefe von der Leiste, praktisch also 10 mm nebeneinander in die Buchleiste hinein. Das kann man mit der Kreissäge machen oder mit dem Schiebeschlitten auf der Kreissäge. Mit dem Schiebeschlitten geht es noch besser bei weiteren. Ich habe ja mehrere von diesen Anschlagschienen, Maßanschlagschienen gebaut. Bei weiteren habe ich dann einen Schiebeschlitten genommen. Wenn ihr euch das interessiert, ich habe ja auch eine Bauanleitung zu dem Schiebeschlitten bei mir ebenfalls. Auf der Seite gibt es auch ein Video zu. Und wichtig ist eben, dass ihr hier diesen Schlitz nicht zu breit und nicht zu tief schneidet. Es muss also genau die Schiene hineinpassen, damit eben der Schieber dann sehr schön sauber und möglichst spielfrei da drauf läuft. Aber wie ihr seht, hier habe ich schon wieder Mist gebaut, etwas zu weit geschnitten und das Ganze hat zu viel gewackelt. Also das kann sehr schnell passieren, also schneidet am besten oder sägt am besten erstmal ein bisschen enger und erweitert das dann ganz, ganz langsam. Also da kann es sehr schnell passieren, dass das Ganze einen halben Millimeter zu breit wird und dann lässt sich das, dann ist das einfach zu wackelig. Dann kann man den Anschlag nicht mehr so richtig 100% da einstellen. Deswegen muss das stimmen. Wie gesagt, ich zeige euch noch mal eine zweite Variante. Später nach dem Bau ist mir eingefallen, wie man das noch viel einfacher bauen kann. Das zeige ich euch aber auch in dem Beitrag bei mir im Blog. Und da gibt es auch noch mal ein zweites Video. Da kann man das nämlich noch ein bisschen vereinfachen, das Ganze. Aber hier passt es jetzt. So soll das aussehen. Ich habe es noch nicht auf die richtige Länge geschnitten, weil das ist jetzt hier bei der Kreissäge einfach ein bisschen handlicher, wenn man jetzt die Leiste erstmal auf der kompletten Länge lässt. Und später säge ich das dann, diesen Klotz dann zu. Das mache ich jetzt. Nee, jetzt schneide ich erstmal das Oberteil. Da kommt ja dann eine Oberplatte drauf, die natürlich dann die Leiste, die Aluleiste einklemmen soll. Da kommt dann noch eine Schraube dran. Man muss ja diesen Anschlagschieber auch feststellen können. Bei dieser ersten Variante mache ich das so, dass ich mitten in diesen Anschlagschieber praktisch jetzt ein 6 mm Loch bohre. Auf
der einen Seite, auf der Seite hier habe ich es etwas vergrößert, also da habe ich es etwas größer gemacht, weil da dann eine Mutter eingezogen werden soll. Das zeige ich euch gerade. Also das Loch muss ein bisschen kleiner sein als die 6 mm Mutter. Und auch natürlich, wie gesagt, unten ist das Loch 6 mm, oben ungefähr 5 mm, also wie breit die Mutter ist, etwas breiter. Das dürfte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es war glaube ich 8 mm oder sowas. Seht ihr ja, dass die Mutter eben gerade so reinpasst. Die ziehe ich jetzt durch Anschrauben fest da rein und dann sitzt die Mutter fest. Und oben, wo jetzt die Schraube sitzt, werde ich nachher eine Flügelschraube einfügen. Mit der kann ich dann praktisch den Anschlagschieber feststellen. Das heißt, die Schraube drückt dann auf die Schiene und dadurch sitzt der Anschlagschieber fest. Das ist hier die Variante, die ich zuerst gewählt habe. Ist nicht ganz optimal, ist mir dann später eingefallen, weil ich bin dann später auf die Idee gekommen, da noch ein Maßband dran zu machen, werde ich euch nachher noch zeigen. Da könnte es mit der Zeit passieren, ist mir zwar noch nicht passiert, obwohl ich die Schiene so schon länger nutze, könnte es passieren, dass mit der Zeit Kratzer auf dem Maßband entstehen. Deswegen habe ich dann noch eine zweite Variante gebaut, wo ich das anders mache. Da mache ich das mit Einkämmen, aber das zeige ich euch dann in einem anderen Teil. Ja, oben diese Platte schraube ich jetzt an. Das heißt, die schraube ich und klebe ich an. Einfach kleine Holzschrauben, bisschen Holzleim und dann sitzt die fest drauf. Die Löcher habe ich natürlich ein bisschen vorgesenkt, damit hier die Schrauben auch schön im Holz sitzen. Kleber dann abgewischt und dann am besten gleich nochmal ausprobiert, ob die Schiene auch immer noch passt. Denn nachher ist es immer ein bisschen mühselig, das Loch größer zu bekommen. Aber notfalls geht das natürlich mit einer Feile auch noch. Ja, so sitzt das doch wirklich gut. Das funktioniert doch wunderbar. Jetzt kann ich den Schieber auf die exakte Länge schneiden. Man kann jetzt beide Seiten nochmal abschneiden, wenn man will. Dann hat man das gleich schön bündig. So, jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen abschleifen. Dann nehme ich meine Spannzange, die ich mir vor kurzem mal gebaut habe, zu Hilfe. Bei so kleinen Teilen, die lassen sich ja immer schlecht festhalten, wenn man die da auch auf der Oberseite komplett schleifen möchte. Da bietet sich so eine Spannzange an. Danach werde ich sie mit der Oberfräse nochmal abrunden. Ich glaube, das waren 3 mm oder 4 mm Abrundfräser. Ich glaube 4 mm, wenn ich mich nicht täusche. Da kann man das kann man gut machen mit so einem Schleifpapier, wenn das Teil zu klein ist. Wenn ihr ein bisschen Übung habt und das Teil nicht ganz so klein ist, kann man das bei so einer Tischfräse auch mit der Hand machen. Aber da müsst ihr eben schon vorsichtig sein, dass ihr da wirklich nicht an den Fräser kommt. So ein paar runde Kanten und schon sieht doch das Teil gleich viel schöner aus. Ja, so wird das dann aufgeschoben und praktisch so wird es dann an das Brett angelegt und dann kann man einfach oben die Länge einstellen. Hier habe ich jetzt noch eine normale Schraube drin. Wie gesagt, da kommt noch eine Flügelschraube dran, damit das ein bisschen griffiger wird. Das ist das Aluprofil, was ich verwende. Das bekommt ihr übrigens im Baumarkt oder ich habe es bei eBay bestellt. Da bringe ich euch aber auch mal einen Link in den Blog, wo ihr das findet. Da habe ich das auch bestellt und da gibt es das eigentlich in verschiedenen Längen recht günstig.
So, hier habe ich meine Führungsschiene für die Scheppach Tauchsäge. Es gibt ja ähnliche Führungsschienen auch für andere Handkreissägen oder Tauchsägen. Wenn ihr den Halter jetzt baut, der jetzt an die Führungsschiene angesteckt wird, dann passt das auch. Ich glaube, Bosch hat das ähnliches Profil. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also es passt, glaube ich, auch auf andere Führungsschienen. Wenn nicht, müsste die Bauweise ein klein bisschen ändern. Auf jeden Fall baue ich es jetzt hier speziell für die Scheppach Führungsschiene, aber das Prinzip ist ja bei allen Führungsschienen gleich. Also ich umbaue praktisch diese Nut und die Kante der Führungsschiene praktisch mit kleinen Holzstückchen. Die Maße gebe ich euch auch wieder bei mir im Blog an, da wie gesagt findet ihr auch die Zeichnung. Sind nur kleine Holzstückchen, die Sperrholzstückchen, die ihr braucht. Ihr braucht da 4 mm, glaube ich, und 6 mm und 10 mm Sperrholz. Das wäre hilfreich, aber da gebe ich euch auch einen Link, wo ihr das euch besorgen könnt, falls ihr es im Baumarkt nicht bekommt. Und darauf klebe ich jetzt hier eben noch ein weiteres Stückchen Sperrholz. Wie groß ihr das Ganze macht, ist im Prinzip auch egal, ne? Ihr müsst euch da nicht 100% an meine Maße halten. Es ist ja wichtig, dass das Prinzip stimmt. Naja, ihr könnt das jetzt auch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner machen. Ich habe halt diese Maße gewählt und die findet ihr eben jetzt bei mir auch in der Blog, in der Zeichnung. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da auch die SketchUp-Datei natürlich runterladen. Die klebe ich jetzt an. Wichtig ist ja, dass diese Führungsschiene ganz exakt umbaut wird, damit eben dann diese Maßanschlagschiene immer im rechten Winkel zur Führungsschiene verläuft, damit ihr die nicht versehentlich schräg anlegt und so weiter. Und wenn ihr das dann fertig gebaut habt, werdet ihr sehen, das klappt wunderbar. Also wenn ihr die Maßanschlagschiene ansteckt, dann ist die immer im rechten Winkel. Und da könnt ihr dann auch von ausgehen, dass das Maß dann auch 100% stimmt. Also nehmt euch so kleine Zwingen, sind hilfreich, so kleine Plastikzwingen. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Schraubzwinge festkleben. Ihr könnt auch kleine Nägel zur Hilfe nehmen, wenn ihr jetzt nicht diese Zeit warten wollt, bis der Kleber trocken ist. Wie auch immer. Wichtig ist, dass ihr euch da so ein bisschen an die Stärken vom Holz haltet, damit eben dann, wenn ihr die Führungsschiene nutzt, auch die Maßanschlagschiene wirklich exakt flach auf dem Tisch liegt und nicht irgendwo schräg in der Luft hier wandert. Das soll ja alles maßgenau stimmen. So, das passt eigentlich wunderbar. Dann kann ich dann auch gleich die Schiene dann festschrauben. Da ich nehme ja hier, wie gesagt, eine Alu-Schiene. Die muss ich natürlich vorbohren, kleiner Bohrer, auch entsprechend senken. Das ist wichtig, damit die Schrauben dann nicht irgendwo herumkratzen. Und dann kann man die Schiene festschrauben. Man kann das, wie gesagt, statt dieser Aluschiene auch eine Holzschiene nehmen. Das zeige ich euch im zweiten Video. Wenn ihr kleine Längen nutzt, vielleicht Maßanschlagschienen bis 1 Meter, dann ist das mit Holz sicher genauso gut. Vielleicht sogar handlicher, weil es ein bisschen leichter ist. Aber wenn ihr jetzt längere Maßanschlagschienen baut, was wahrscheinlich eher der Fall ist, ich habe ja jetzt hier diese über 1,50 Meter gebaut. Also das heißt, die Schiene ist 1,50, aber dadurch kann ich messen bis 1,70, weil ja von der Vorderkante der Maß der Führungsschiene gemessen wird. Also wenn ihr längere Schienen nehmt, da ist es schon mit Alu besser, weil die sich einfach nicht biegen. Die Buche leisten, die können doch mit der Zeit dazu neigen,
sich etwas zu biegen und dann stimmt das wieder nicht so ganz exakt. Also bei langen Schienen Alu ist vorteilhaft, bei kurzen Maßanschlagschienen könnt ihr genauso gut mit Buchholz oder einem anderen Hartholz arbeiten. So, hier könnt ihr dann am Schluss den Halter praktisch links und rechts nochmal absägen, damit eben alle Brettchen bündig sind, falls sie vorher nicht genau übereinander lagen. Dann das Ganze noch ein bisschen abschleifen und später werden wir das dann auch nochmal abrunden und auch nochmal mit Leinöl behandeln. So, jetzt schraube ich die Schiene fest. Jetzt ist der Sitz der Halter fest. Ja, jetzt ist die Schiene im Prinzip eigentlich schon verwendbar. Der Schieber geht schon, der Halter sitzt auch. Und ja, jetzt kann man die Schiene im Prinzip schon verwenden. So, jetzt habe ich sie noch mal ein bisschen abgerundet. Wie gesagt, dann ist er einfach ein bisschen griffiger, wenn man es in der Hand hat. Und man kriegt dann auch keine Splitter ab und dergleichen. Und dann später werde ich es auch noch mal mit Leinöl behandeln, weil manchmal liegt sie ja auch draußen. Ich werde die hauptsächlich auch draußen benutzen, wenn ich längere Bretter säge. Ursprünglich wollte ich sie eigentlich so lassen, da wollte ich eigentlich nichts weiter machen. Aber mir ist dann eingefallen, ich könnte ja eigentlich auf der Schiene gleich ein Maßband anbringen. Dann müsste ich eigentlich oft mit dem Zollstock gar nicht mehr nachmessen. Und das habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise zeige ich euch jetzt. Und damit ich das Maßband besser ablesen kann an dem Schieber, da habe ich hier vorne noch so zwei kleine Klötzchen angeklebt und ein Stückchen Acrylglas oder Plexiglas, wie ihr es nennen wollt. Acrylglas. Und da werde ich nachher noch einen Strich drauf bringen, der dann praktisch als, ja, als Skalenstrich praktisch dient. Da kann ich dann beim Schieben genau ablesen, welche Länge gerade eingestellt ist. Auch das werde ich euch in der zweiten Variante nochmal zeigen, wie das eigentlich viel einfacher geht. Aber machen wir es jetzt erstmal auf diese Weise. Da müsst ihr natürlich genau abmessen erstmal mit dem Zollstock, euch bei einem bestimmten Maß hinten an der Leiste einen Strich machen und da dann auch mit der entsprechenden Länge des Maßbandes anfangen. Wo ihr das Maßband bekommen könnt, verlinke ich euch auch bei mir im Beitrag. Da habt ihr ja eine Tabelle mit der Materialliste. Und da werdet ihr wahrscheinlich im Baumarkt schlecht bekommen. Also da findet ihr, wie gesagt, einen Link bei mir im Blog. Denn das muss auch von rechts nach links gehen und nicht von links nach rechts. Ja, und da könnt ihr dann den Schieber draufstecken. Wenn ihr gleich passt, ist es wunderbar. Ansonsten müsst ihr eben noch mal ein bisschen abschleifen. Ich habe hier auch jetzt schon die Flügelschraube eingesetzt, die eben jetzt etwas handlicher ist als eine normale Schraube. Auch da gebe ich euch einen Link auf meiner Webseite an, wo ihr sowas bekommen könnt. Ihr könnt aber auch Gewindestange nehmen und da eine normale Flügelmutter mit einer Kontermutter draufdrehen. Das mache ich dann im zweiten, auch in der zweiten Variante zeige ich euch das auch nochmal. Das geht natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht extra eine Flügelschraube kaufen wollt. Bei dem Schieber und dem Maßband solltet ihr immer prüfen nochmal mit dem Zollstock, dass das auch genau stimmt. Ist klar, wenn ihr am Ende der Führungsschiene, also anfangt zu messen, dann muss natürlich das Maß identisch sein mit dem Zollstock. Ja, und im Grunde ist das jetzt eigentlich
fertig hier. Man kann das wunderbar jetzt auf die gewünschte Länge einstellen, kann den Anschlag dann an das Brett legen und in der Führungsschiene einhaken und dann kann man mit der Handkreissäge an der Führungsschiene absägen. Und da könnt ihr jetzt, wenn ihr Regalbretter macht, 10 Bretter ineinander schneiden. Die haben dann wirklich alle exakt die gleiche Länge. Wenn ihr das immer jetzt mal ausmesst, dann habt ihr garantiert kleine Unterschiede, auch wenn sie nur klein sind, die sie manchmal bei Regalbrettern schon sehr negativ bemerkbar machen. Und es dauert halt viel länger. Also so eine Führungsschiene spart erheblich Zeit. Jetzt noch hier unser Logo drauf. Und dann werde ich das nochmal mit Leinöl behandeln. Und dann sind eigentlich unsere Maßanschlagsschienen, so habe ich es ja genannt, sind dann eigentlich fertig. Wie gesagt, schaut euch auch nochmal den zweiten Teil an, denn der zweite Teil, da sind die Schienen sehr ähnlich, aber sie lassen sich noch viel schneller machen. Ihr braucht da auch nicht unbedingt eine Kreissäge, weil wir da keine Nut sägen müssen. Die lassen sich schneller bauen und sie haben auch noch einige Vorteile. Denn hier geht ja die Schraube auf das Maßband, hatte ich ja vorhin erzählt, drauf. Und das könnte mit der Zeit Kratzer verursachen. Deswegen schaut euch nochmal die zweite Variante an, da passiert das nicht. Das ist die erste Variante. Und ja, das ist die zweite Variante. Aber das zeige ich euch im zweiten Teil noch ein bisschen genauer. Den zweiten Teil beschreibe ich euch auch in meinem Blog und da findet ihr auch das Video. Link oben hier links müsst ihr klicken, dann kommt ihr auf die Seite oder einfach in der Videobeschreibung. Wie gehabt. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und bis demnächst mal wieder. Ciao!